Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Es gibt wieder einen Haul. Diesmal bestehend aus Klamotten, Accessoires und einem Mikrofon, welches wie immer nicht richtig steht. Und Bademode. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Los geht's. Ich würde sagen, wir starten mit zwei Brillen. Ich habe zwei Brillen zugeschickt bekommen. Ich dürfte mir zwei Brillen aussuchen. Ich hoffe, ich habe einen Rabattcode. Auf jeden Fall, wenn ich einen habe, blende ich ihn euch ein. Oder wenn ich einen rauskriege nach dem Schnitt oder so, schreibe ich ihn euch in die Infobox. So, ich habe mir mal woanders Brillen aussuchen dürfen. Und ich muss sagen, es war kompliziert. Kompliziert ist vielleicht das falsche Wort. Auf jeden Fall war es eigentlich der Sinn einer Brille für mich, dass ich die Brille mit Sehstärke bekomme, habe ich kurioserweise nicht. Ich habe zwar mit den Leuten dort korrespondiert und auch gesagt, dass ich keine Brille benötige, die keine Sehstärke beinhaltet, weil als modisches Accessoire benötige ich sowas eigentlich nicht. Weil ich bin Kontaktlinsenträgerin, ich brauche also entweder eine Brille oder Kontaktlinsen und Kontaktlinsen zu tragen und dann noch eine Brille aufzusetzen, ist für mich relativ unlogisch. Auf jeden Fall sind wir so verblieben, ich bekomme die Brillen mit Sehstärke und habe meinen Brillenpass mit eingefügt und die Brillen kamen an. Und die finde ich wirklich, wirklich schön. Die Brille allerdings, gerade weil es auch so ein Modell ist, was jetzt nicht so klassisch und ins 0815, jetzt wird doch hier nicht nebenan gesaugt, was nicht so 0815 ist. Wenn ihr jetzt den Staubsauger hört, wir müssen es jetzt einfach ignorieren. So, ich weiß jetzt nicht genau, wo ich jetzt stehen geblieben bin. Auf jeden Fall wird nebenan noch gesaugt und die Wände, die sind so dünn. Teilweise. Auf jeden Fall. Lange Rede, gar keinen Sinn. Ich habe mir diese Brille zum Beispiel, also unter anderem habe ich mir diese Brille ausgesucht, weil sie eben nicht so 0815 ist. Ich finde es eigentlich ganz geil, dass es diesmal nicht rund oder nicht eckig ist. Und ich mag auch, dass es so ein Rosé-Gold ist. Also ein, hier oben ist es so Rosé-Gold und hier hinten ist es rosa. Ich finde es wirklich, wirklich schön. Nur könnt ihr euch vorstellen, ich übertrage mir immer die Kamera mit dem Handy. Auf jeden Fall, nun könnt ihr euch vorstellen, worauf ich hinaus will. Da ist keine Sehstärke drin. Das ist eigentlich total blödsinnig, finde ich jetzt, dass da keine Sehstärke drin ist. Weil ich jetzt trotzdem meine Kontaktlinsen einsetzen muss. Okay, was Positives, was ich finde, ist, und um Gottes Willen, es hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich jetzt das in den Arsch geblasen bekomme, aber es geht mir jetzt gerade einfach viel mehr ums Prinzip, dass ich euch Brillen vorstellen möchte, die im besten Fall in meiner Sehstärke sind, weil ich einfach auch schlecht schauen kann. Und dann aber Brillen zu bekommen, die einfach nur ein modisches Accessoire sind, sind für mich einfach blödsinnig. Ich habe keine einzige Brille bei mir zu Hause zu liegen, die ohne Sehstärke ist. Die haben alle meine passende Sehstärke da drin. Das ist Blödsinn. Dann hätte ich mir eine Sonnenbrille aussuchen können oder hätte ich mir eine Sonnenbrille gekauft oder wie auch immer. Auf jeden Fall ist das Etui. Ich finde das sehr, sehr schön. Das finde ich wirklich positiv. Ich mag das Etui sehr gern. Das ist so ein Lederimitat. Das hat auch nicht jeder. Ja. Dann habe ich noch eine zweite Brille. Auch die ist leider komplett ohne Sehstärke. Aber die Brille finde ich wirklich hässlich. Die Brille finde ich nicht so schön, muss ich sagen. Also die gefällt mir nicht. Ich würde sie jetzt nicht auswählen und aufsetzen. Mir hängen hier überall Haare. Ich mag irgendwie das Modell nicht. Es ist mir ein bisschen zu klein. Ich kann mich mit dem Modell irgendwie nicht anfreunden. Es ist mir ein bisschen zu klein, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich verlinke euch beide Brillen auf jeden Fall in der Infobox. Es ist durchaus möglich, da mit Sehstärke Brillen sich zu bestellen. Keine Ahnung, ob es einfach ignoriert worden ist, aber sowas kann ich jetzt einfach nur aufsetzen, wenn ich irgendwelche Fotos oder so mache. Weil draußen, was soll ich mit einer Brille, die keine Sehstärke hat? Okay, dann kommen wir mal zu was Positivem. Und zwar hat mich Capshi angeschrieben. Und mit Capshi habe ich schon relativ oft zusammengearbeitet, ob ich mir nicht Bademode aussuchen möchte. Ich sage explizit Bademode, weil es nicht so klassische Bikinis sind. Wer die ein oder anderen Videos kennt, der weiß, dass ich keine super shorten Slips aussuche,
Ich sag's mal, Benjamin in seinen Worten, das ist immer sehr, sehr omahaft. Aber ich mag das. Ich mag High-Waist-Hosen. Ich mag es einfach hochgeschnitten. Ich mag es bequem. Ich mag meinen Bauch nicht. Ich mag meine Hüfte nicht. Ich bin nicht dick, um Gottes Willen. Aber ich mag meinen Bauch und meine Hüfte einfach nicht. Deswegen versuche ich das im Sommer so gut es geht zu kaschieren. Und Kapschi hat einfach die wunderschönsten Bademoden. Also Bikinis, Badeanzüge, Tanginis, was das Herz begehrt. Oder es gibt auch diese Kleider zum Überwerfen. Wenn wir mal irgendwann wieder in den Genuss kommen, zu verreisen, dann ist es ja so, wenn ihr zum Beispiel, ich habe das immer gerne gemacht, wenn ich vom Strand ins Hotel gegangen bin, dann bin ich nicht komplett in Bademode oder im Bikini gegangen, sondern habe mir einfach was übergeworfen. Und das habe ich auch von Kapschi. Okay, wir starten mit Bikini Nummer 1. Das ist dieser. Ich werde die Sachen nicht angezogen zeigen. Das ist, glaube ich, selbstverständlich. Das mache ich nicht. Das ist dieser und ich finde den so schön. Ich mag diesen Khaki-Ton, ich mag diesen Schnitt, dass es nur auf einer Seite einen Träger hat, dass es trotzdem nicht Bügel, aber dass es trotzdem Cups im BH hat, also im Oberteil. Dadurch formt es mit Sicherheit eine richtig, richtig schöne Brust und ich glaube, dass das, ich weiß jetzt nicht genau, welche Bikinis ich mir ausgesucht habe, aber ich glaube, dass das der schönste ist. Das ist Oberteil Nummer 1, sehr, sehr florales Muster. Und jetzt kommen wir zu meinen Oma-Schlüppern. Ich mag das. Wie gesagt, ich mag das. Das wäre Schlüpper Nummer 1. Kann man schön hochziehen, macht einen schönen schmalen Bauch, kaschiert schön, macht eine schöne weibliche Figur, macht schöne Kurven. Ich liebe das. Ich brauche das so. Ihr werdet das auch sehen. Alle Bikinis kommen so eingepackt oder alle Bademoden, was auch immer ihr euch aussucht. Und dann geht's weiter. Dann habe ich... Oh, jetzt muss ich das erstmal ein bisschen sortieren. Ach, okay. Das ist quasi so Kreuz, Kopf rein und dann ist quasi der Rücken so über Kreuz in einem länglich gestreiften Muster. Dadurch wirkt euer Körper, eure Figur langgezogen, wenn die Streifen so nach quer gehen, wirkt es immer ein bisschen breiter und mit dieser Hose. Was ich allerdings auch mache, ist, dass ich die Teile miteinander kombiniere. Also ich könnte ja jetzt, also das würde jetzt nicht passen, aber das habe ich sonst immer gemacht, dass wenn ich zum Beispiel ein schwarzes Oberteil habe, dass ich dann die Hose draufziehe oder die Hose, das ist ganz egal. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt, da gibt es kein richtig und kein falsch. Und das ist die Hose. Also ihr werdet keine Badehose von mir sehen, die in einem Stringtanga oder so ist. Um Gottes Willen, das bin nicht ich. Auf gar keinen Fall. Dann wird es jetzt ein bisschen farbenfroher. Ein sehr, sehr knappes Oberteil für meine Verhältnisse, finde ich. Das ist das. Sehr, sehr bunt. Es ist auf jeden Fall, es schreit förmlich nach Sommer. Ja, ich habe alles in Größe M genommen. Und das ist die Hose dazu. Ich weiß, ich höre schon, das sind ja hässliche Hosen, sowas trage ich nicht. Müsste auch nicht. Ich trage das und fühle mich wohl da drin. Ja. Auf den bin ich jetzt schon die ganze Zeit neugierig, weil ich nicht genau weiß, was da drin ist. Ein schwarzer. Oh, da muss ich mir erstmal angucken. Wie das hier vonstatten geht. Ach genau, ich glaube, den bindet man vorne zu. Also ich würde sagen, man schwingt sich da so rein und dann hat man vorne hier diese Schnürung und dann kann man es enger oder ein bisschen lockerer machen, die Brüste ein bisschen betonter oder eben nicht. Und die haben alle so ein schönes Cup mit drin und ein Leo-Höschen. Das ist ein Leo-Höschen. Ich finde das sehr, sehr schön. Und dann weiter geht's, das letzte Pärchen. Ach genau, und hier haben wir es zum Beispiel, also ich habe ja hier eine schwarze Unterhose und dann könnte ich zum Beispiel auch das drauf anziehen oder das sieht, glaube ich, auch richtig, richtig geil aus mit diesen, also das ist wirklich der schönste Bikini überhaupt, diesen drauf oder gar diesen, weil das ja eine klassisch schwarze Slip ist
Und das ist das Oberteil dazu. Das finde ich auch hübsch. Das hat das Model, glaube ich, so off-Shoulder getragen. Also so ein bisschen weiter unten. Aber wahrscheinlich kann man es auch ganz normal tragen. Ja, das wäre das. Das sind die Bademoden von Capsi. Und ich verlinke euch alle Teile unten in der Infobox. So, dann machen wir weiter mit der Bestellung von Shein und von Shekel. Da habe ich wie immer einen Rabattcode. Also, ich glaube, den habe ich schon seit Jahren und da wird sich auch nichts ändern. Und mit dem Rabattcode bestelle ich auch. Und die nächste Bestellung ist dann wieder für meine Freundin Janine. Die hat sich super über die Teile gefreut, die ich einfach aus dem Warenkorb bestellt habe. Sie liebt's. Ich würde sagen, wir machen mit Shein weiter. Shein ist Jacke Nummer 1, habe ich schon an. Das ist so eine College-Jacke. Bei den Größen ist ein bisschen was schiefgelaufen bei mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist S. Ich hätte wahrscheinlich M. Also ich wollte M nehmen. S passt auch, gar keine Frage. Allerdings bin ich eher der Fan, ihr wisst das, ich bin eher der Fan davon, alles ein bisschen größer zu nehmen, nicht ganz so figurbetont, nicht ganz so knackig einfach. Ja, ansonsten ist es okay. Dann habe ich bei Shein noch eine Jacke bestellt. Und so eine Jacke wollte ich mir eigentlich bei H&M holen, aber ich habe sie bei Shein gefunden und da habe ich sie mir da bestellt, weil es ein bisschen günstiger war. Und zwar ist das die. Ich muss allerdings jetzt gucken, wie es ist. Die Bestellung geht ja nicht innerhalb von 2 Tagen ist sie da, sondern es dauert ja immer ein bisschen was. Ob das jetzt mit meinen Haaren sich so ein bisschen beißt, das ist so ein richtig schönes Altrosa. Ich mag diese Jacke. Ich finde die wirklich, wir ziehen sie mal an, deswegen habe ich was Schwarzes einfach drunter gezogen. Ich finde das so toll und vor allen Dingen, wenn jetzt nächste Woche der Frühling, also diese Woche für euch, der Frühling kommt. Oh mein Gott, dann einfach so und eine Jeans dazu, finde ich mega cool, mega schön. Dann habe ich mir 2 Kleider ausgesucht und ich bin komplett der Fan von sowas hier. Das ist allerdings so groß, da muss ich mir auf jeden Fall einen Gürtel drüber ziehen. Also es wirkt jetzt erstmal sehr, sehr groß. Allerdings liebe ich solche Kleider. Es ist so ein richtiges Maxi-Kleid. Ich bin auch sehr groß, ich bin 1,72 ungefähr und zum einfach zur Relation, ich wiege 64 Kilo ungefähr. Also eine völlig normale Figur. Also um Gottes Willen, ich finde mich nicht zu dick und auch nicht zu dünn. An manchen Stellen mag ich es, an manchen Stellen nicht. Auf jeden Fall bestelle ich eigentlich größtenteils immer M, aber weil ich eher der Fan davon bin, alles ein bisschen größer. Da habe ich schon ab und zu die ein oder anderen Nachrichten von euch bekommen. Sandra, du kannst auch durchaus eine Nummer kleiner wählen. Ja, bei Kleidern müsste ich es wirklich machen, weil die wirklich teilweise sehr, sehr weit geschnitten sind. Zum Beispiel so wie dieses, da habe ich jetzt auch eine M genommen. Was habe ich denn bei der Jacke hier genommen? Das ist S. Aber da war ich so klug, weil ich gesehen habe, dass die ein bisschen weiter fällt. Das ist M, da hätte man auf jeden Fall, nimmt da wirklich eine Nummer kleiner. Ich finde das Kleid wunderschön. Das sieht jetzt wirklich scheiße aus. Allerdings glaube ich, dass es richtig geil aussieht mit einer Lederjacke und einfach ein paar Sneakern drauf. Richtig geil. Aber ich muss es mir wahrscheinlich enger machen, weil es wirklich, guckt bitte, wie breit es ist. Also es ist sehr breit. Dann habe ich mir ein Kleid ausgesucht, was eigentlich hätte schön sein können. Also ich glaube, ich sehe da drin aus wie eine Nonne. Erstens mag ich es nicht, dass es oben kein klares Weiß ist. Das ist wirklich eher so, wie als wäre das Kleid irgendwie jahrelang im Keller gewesen oder in einem Raum, wo einfach jedes Mal Raucher drin sind. Es riecht nach gar nichts, aber ich mag es nicht, dass es nicht weiß ist. Sieht es über die Kamera weiß aus? Ja, ist es aber nicht. Es ist wirklich, wirklich einfach nur vergilbt. Ich muss es in die Waschmaschine hauen und muss mal gucken, wie es dann ist. Ich muss ja sowieso alles waschen. Ich hoffe, dass ich darin nicht aussehe wie eine Nonne. Ja, das war mein Shein-Einkauf. Ich verlinke euch alles in der Infobox. Das habe ich aber vorhin schon mal gesagt. So, dann Shekel. Shekel hat wirklich, ich muss es leider so sagen, immer die geilsten Sachen. Die Qualität ist überragend. Die Lieferzeit ist unschlagbar. Ihr müsst da immer schnell sein, weil wie gesagt, es gibt nicht sonderlich viel. Also ihr könnt Shekel zum Beispiel nicht vergleichen mit H&M oder C&A mit so einer Riesenkette. Es gibt einfach nicht so super viele Stücke davon. Also seid immer schnell, wenn ihr da was habt. So, Nummer 1 ist das Geilste überhaupt. Ja.
Und zwar habe ich einen Jumpsuit ausgesucht, der lang ist. Ich muss mal gucken, ob der mir wirklich bis runter geht zu den Knöcheln oder eher bis unten. Auf jeden Fall muss ich wahrscheinlich was drunter ziehen, weil der Ausschnitt schon groß ist. Größe M. Aber ich finde das so niedlich. Und auch hier, das ist richtig, richtig geil. Ich kann es enger machen. Und ich glaube, dass das so mein Favorite-Teil sein wird im Sommer. Ich finde das so süß. Das ist einfach niedlich. Es sieht einfach hübsch aus. Auf einem Grillabend mit der Familie oder so. Und man sieht hübsch aus. Wirklich. Das ist so ein schönes Material. Ich liebe das. Weiter geht's. Dann habe ich mir ein Pullover bestellt. Da habe ich schon das passende T-Shirt dazu. Und der ist so flauschig. Oh mein Gott. Der ist innen so flauschig. Wirklich, wirklich toll. Das ist dieser. Der muss jetzt in die Wäsche. Ich hatte den jetzt auch schon an. Der war auch schon gewaschen, aber der ist so toll. Der ist so toll. So toll. Wirklich ein richtig, richtig schöner Pullover. Dann habe ich noch ein Oversize-T-Shirt. Ein Oversize-T-Shirt. Ich liebe Oversize-T-Shirts, weil man kann die im Sommer mit einer Radler anziehen, kann man Fahrrad fahren oder auch nicht. Man kann es einfach lässig cool in eine Jeans stopfen. Man kann daraus trotzdem ein Crop-Oberteil machen, wenn das was für euch ist. Also, I love it. Das ist das. Ich glaube, da steht Harvard. Harvard. Harvard drauf. Das ist das. Also, da könnt ihr ruhigen Gewissens eine Nummer kleiner nehmen. Ich habe aber M genommen. Und zu guter Letzt habe ich noch einen Pullover, ich glaube, dass das so ein schöner Pullover ist, gerade wenn es noch morgens so ein bisschen kalt ist und man einfach noch ein bisschen was drüber ziehen möchte. Der ist nicht zu lang, aber auch nicht zu kurz. Der hat eine richtig schöne babyblaue Farbe. Der schmeichelt, glaube ich, sehr, sehr vielen. Sowohl wenn du sehr, sehr hell bist, ist das, glaube ich, eine schöne Farbe für dich. Als auch wenn du sehr gebräunt bist, ist es, glaube ich, trotzdem was sehr, sehr Schönes. Ja, das ist Pullover in Babyblau. Und das letzte Teil aus meiner Fashion Haul Bestellung. Ja, eigentlich sind alle Sachen cool, bis auf die Brillen. Da muss ich sagen, das war ein wirklich kompletter Fail. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Aber okay, so spielt das Leben. Ich wünsche euch einen traumhaften Tag. Ich verabschiede mich auf diesem Video. Ich verlinke euch wie immer zwei Videos hier unter mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Fühlt euch gedrückt, eure Sandra.